Wir lesen von Balas Sulam, Einführung zum Talmud Esavas Firot, Punkt 56. Punkt 55. Die oben erwähnte Erkenntnis und Reue des Menschen verläuft in zwei Etappen. Die erste ist die Erkenntnis der Lenkung durch Belohnung und Strafe. Außer dass der Mensch die Belohnung für jedes Gebot in der zukünftigen Welt klar erkennt, wird er durch die Ausführung des Gebots sofort den wunderbaren Genuss auch in dieser Welt erkennen. Und außer, dass er die bittere Bestrafung erkennt, die aus jedem Verstoß nach seinem Tod resultiert, wird er auch würdig, den bitteren Geschmack jedes Verstoßes noch im Leben zu verspüren. Ein Mensch, der diese Lenkung klar erkennt, ist überzeugt, dass er nicht mehr sündigen wird. Genauso wie sich ein Mensch nicht seine Glieder abschlagen und sich schreckliche Leiden zufügen wird. Auch wird er kein Gebot vernachlässigen und es sofort ausführen, genauso wie er keinen einzigen Genuss oder großen Gewinn in der Welt ablehnen wird, den er in Aussicht hat. Solche Weise beschreibt uns Balas Sulam eine weitere Etappe, welche wir durchlaufen müssen. Ihr wisst, wir lernen mit euch über den Prozess, welcher jeder Mensch und die ganze Menschheit in ihrer wahren Evolution durchlaufen muss, ihre spirituelle Evolution in Bezug auf die Wahrnehmung der Wirklichkeit, in welcher wir uns befinden. Also wenn wir die Wahrnehmung, also die Wirklichkeit nicht verändern, es nicht bedeutet, dass wir uns entwickeln. Unsere Entwicklung wird immer nur entsprechend der Wahrnehmung der Wirklichkeit in uns gemessen. Und indem wir uns von uns heraus anhand der Wirklichkeit entwickeln oder mittels des Schöpfers, so wird das nicht als Entwicklung angesehen. Deshalb müssen wir in unserer Entwicklung diese besonderen Etappen oder Stufen durchlaufen. 1, 2, 3 und 4, das sind 4 Stufen, 4 Etappen, 4 Entwicklungsetappen, von denen er spricht. Und jene Etappe, über die wir jetzt lernen, werden wir lernen im Punkt 56. Punkt 56. Hier sollst du die Worte der Weisen verstehen. Was bedeutet Reue? Bis der die Geheimnisse kennende vom Menschen bezeugt, dass er nicht mehr zu seiner Narrheit zurückkehren wird. Auf den ersten Blick sind diese Worte merkwürdig. Denn wenn dem so ist, wer wird dann in den Himmel aufsteigen, um das Zeugnis des Schöpfers zu hören? Und vor wem muss der Schöpfer dieses Zeugnis ablegen? Ist es etwa unzureichend, dass der Schöpfer selbst weiß, dass der Mensch mit seinem ganzen Herzen zurückkehrte und nicht mehr sündigen wird? Aus dem, was ich erklärte, ist das aber vollkommen einfach zu verstehen. Denn der Mensch kann sich wirklich nicht absolut sicher sein, dass er nicht mehr sündigen wird, bevor er nicht der Erkenntnis der Lenkung durch Belohnung und Strafe gewürdigt wird. Das heißt, der Offenbarung des Angesichts. Die Offenbarung des Angesichts ist jedoch das, was hinsichtlich der Erlösung des Schöpfers als Zeugnis bezeichnet wird, denn gerade die vom Schöpfer selbst vollbrachte Erlösung, die den Menschen zur Erkenntnis von Belohnung und Bestrafung führt, verspricht ihm, dass er nicht wieder sündigen wird.
Auf diese Weise wird klar, dass der Schöpfer für den Menschen zeugt. Und davon steht geschrieben, was bedeutet Reue? Wann wird der Mensch also sicher sein, dass er der vollkommenen Rückkehr würdig wurde? Dazu gab man ihm ein klares Zeichen. Wenn von ihm derjenige, der die Geheimnisse kennt, bezeugt, dass er nicht mehr zu seiner Natur zurückkehren wird, er wird der Offenbarung des Angesichts würdig, wenn der Schöpfer selbst ihn erlöst und dadurch bezeugt, dass er nicht mehr zu seiner Narrheit zurückkehren wird. Er gibt uns hier eine klare Antwort, was es bedeutet, zu einem guten, richtigen Ergebnis zu gelangen, zu einer richtigen Antwort, zu einer vollständigen Antwort, nämlich dass sich der Schöpfer auf gültige, volle Form sich den Menschen offenbart, ohne Verhüllungen und auf grenzenlose Weise. Das sagt er hier. Lest den letzten Satz. Wie ist die Antwort? Das heißt, sobald der Mensch klar ist, dass der totalen Rückkehr würdig wurde, und er gab uns ein klares Zeichen. Sprich, bis jener, der ein Zeugnis ablegt, damit nicht zu einer Tora zurückgeht. Das heißt, dass er quasi zur Offenbarung des Angesichts gelangt, zur totalen Offenbarung des Schöpfers, dass nichts fehlt in allen Kelim eines Menschen, indem er auf klare Weise vom Anfang der Welt bis zum Ende der Welt alles sieht, die ganze Wirklichkeit aller Welten. Der Schöpfer offenbart sich einem Menschen zur Gänze, denn dann ist die Erlösung des Schöpfers selbst, die Offenbarung des Schöpfers selbst, quasi bezeugt, dass der Mensch nicht mehr zu seiner Narrheit oder Torheit zurückkehren wird. Petach Tikva 5. Ja, aber auch im Punkt 55 ist in diesem Zusammenhang nicht klar, wo die Arbeit ist. Und es gibt die klare Aufsicht, er wird seine Glieder nicht abtrennen. Das ist klar, der Mensch gelangt zu seinem Zustand. Moment, über all diese gegenteiligen Verlangen, gegenteiligen Absichten und Eigenschaften, dass anstelle des Schöpfers er ständig andere Dinge, gegensätzliche Dinge auf enthüllt, Dinge des Empfangens, Dinge des Egoismus, Hass gegenüber Liebe. Das eine steht versus dem anderen. Und er steht diesen zwei Zuständen und erlangt letztlich eine Schöpfung und dem Ego. Und dann erlangt er die mittlere Linie, wo er in der Mitte zwischen rechts und links steht. Und dann ist klar, das ist dann, dass er die Wahrheit erlangt. Ja, aber er befindet sich unter klarer Aufsicht. Klare Aufsicht oder offene Lenkung. Weißt du, war Emet kommt vom Buchstaben Aleph. Erstbuchstaben Aleph ist der Herrscher der Welt und Taf ist der Tod. Und Mem dazwischen, Emet, Wahrheit, ist die Eigenschaft der Bina, welche diese zwei Enden miteinander verbindet, den Tod mit dem Schöpfer. Und dann hat der Mensch die klare Erkenntnis, die Wahrheit, Emet, eine klare Erkenntnis. Das heißt, die klare Aufsicht befindet sich, dass er die ganze Zeit an der Kippe ist. Ja, er bleibt auch darin, bis auf Ewigkeiten. Er springt nicht von anderen zum anderen, sondern er springt nur, um Dinge zu klären. Aber er besteht immer aus beiden. Ein Geschöpf muss immer aus beiden Dingen bestehen, auch von der einen Seite wie von der anderen Seite. Deshalb heißt er Adam, jener, der den Schöpfer gleich werden möchte. Er hat beide Eigenschaften in sich. In seinem Verlangen, sich kleidet in den Willen zu geben, der Schöpfer. Das heißt er Adam, jener, der sich den Schöpfer angleicht. Aber wie kann man sich mit diesem inneren Angriff, wo wir das lernen aus dem Auszug aus Ägypten, wo es die totale Abtrennung von Ägypten gibt? Nein. All diese Dinge, die du enthüllst, das haben wir noch nicht gelernt. Alle Dinge, die du aus dem
aus dem Auszug Ägyptens rausholst, ist quasi alle Gebote, alle altruistischen Handlungen, die wir tun, fangen wir immer wieder mit der Angedenken an dem Auszug, an den Auszug aus Ägypten. Der Wille zu empfangen verschwindet nicht, sondern alles, was wir begründen, begrüßen wir über den Willen zu empfangen hinaus. Nichts verschwindet, alles verbindet sich nur und fügt sich mehr einmal zusammen. Ja, Gilad. Ja, ähnlich die Frage, die er mitgestellt hat. Wenn wir von Stufe zu Stufe, muss es eine absolute Abtrennung geben. Das heißt, der Mensch, der in absoluter Aufsicht ist, der hat nicht mehr diese Abtrennung, diese totale. Und noch mehr als das. Ihr werdet es gibt solche Trennungen, solche Abkopplungen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Und natürlich, weil ich mit Rabash auf Tage und Nächte zusammen gewesen war, so habe ich das gesehen, weil er es nicht verbergen konnte. Er sagte mir nur, geh, ich muss für mich alleine sein. Totale, große Trennungen. Bis der Mensch nicht zur globalen, allgemeinen Erlösung gelangt, das hängt von der ganzen Welt ab, auch von uns. Folgt es ein Kabbalist, damit nicht zurechtkommen kann. Denn das sind immer noch nicht seine Kelim. Das sind äußere, allgemeine Kelim, Verlangen. Und auch wenn er zu seiner inneren, vollendeten Korrektur gelangt, ist noch immer nicht vollendet korrigiert in der Allgemeinheit, bis zum Ende der Korrektur aller. Also was bedeutet, dass er zu seiner Narrheit nicht zurückkehren wird? Dass er nicht mehr in seinen Willen zu empfangen hineinfällt, sondern er fällt rein in den Willen zu empfangen der Wirklichkeit der äußeren Welt. Petach Tikva 19. Guten Morgen, Freunde. Also was ist die Entdeckung, die Offenlegung? Die Offenbarung des Angesichts bedeutet, dass du anfängst, in allen deinen Verlangen, deine korrigierten Verlangen, Dinge zu enthüllen, welche sich im Geben befinden, und über diese siehst du die Wirklichkeit, nimmst du die Wirklichkeit wahr. Das heißt, du nimmst alle Geschöpfe außerhalb von dir wahr, wie sehr sie auf richtige, korrigierte Weise handeln. Was ist dann die Absicht, dass er nicht zu seiner Narrheit zurückkehren wird? Dass du nicht wieder in deinen Egoismus reinfällst, in die Wirklichkeit, wo du alle kritisierst, sondern du siehst, dass alle bereits korrigiert hast. Korrigiert ihn, denn dann hast du niemanden mehr zu kritisieren. Das ist das Ende der Korrektur. Das heißt Vollkommenheit, das ist alles im Gefühl, nicht im Gefühl, nicht im Verstand. Sowohl im Verständnis als auch in der Empfindung. Sowohl im Herzen wie im Verstand. Richtig, ja? In Ordnung. Keine Fragen mehr. Lass uns fortsetzen. Punkt 57. Diese bereits genannte Rückkehr heißt Rückkehr aus Furcht. Man kehrt zurück zum Schöpfer mit seinem Herzen und seiner Seele, bis er, der alle Geheimnisse kennt, bezeugt, dass der Mensch nicht wieder in Narrheit zurückfällt. Diese Sicherheit jedoch, dass man nicht wieder sündigen wird, kommt aus der Erkenntnis und der Empfindung schrecklicher Bestrafung und schlimmer Qualen, die vom Sündigen herrühren. Aus diesen Gründen ist man sicher, dass man sich fortan keine schrecklichen Seelenqualen mehr antut. Schließlich kommen diese Reue und Sicherheit jedoch nur durch die Angst vor Bestrafung, die der Übertretung folgt. Es folgt, dass man die Reue nur aufgrund der Angst vor Bestrafung empfindet. Daher heißt es Reue aus Furcht.
Artikel 35. Es steht, man muss zur Sicherheit kommen, dass ich das Gebot ausführe, wenn es zu mir kommt und ich es ausführen muss. Das ist eine Sache der Empfindung, kann ich dir erklären. Lies es einige Male und es wird dir klarer werden. Gut, dass Sie lesen, Punkt 57. In Ordnung. Dann lasst uns weitergehen bei 8.58. Punkt 58. Nun können wir die Worte unserer Weisen verstehen. Einer, der aus Furcht bereut, dessen Sünden werden zu Fehlern. Wir müssen begreifen, wie das geschehen kann. Wie oben ausgeführt in Punkt 52, haben wir gründlich verstanden, dass die Sünden, die ein Mensch tut, daher rühren, dass er sich im Herrschaftszustand der doppelten Verhüllung, also Verhüllung in der Verhüllung, befindet. Das heißt, dass man nicht an die Lenkung durch Belohnung und Strafe glaubt. Einfache Verhüllung bedeutet, dass man an die Lenkung durch Belohnung und Strafe glaubt, aber trotzdem aufgrund der Anhäufung an Leiden manchmal in sündhafte Gedanken verfällt. Obwohl man glaubt, dass die Leiden als Strafe kommen, verhält man sich weiterhin wie eine Person, die ihren Freund von hinten sieht und zweifelt, ob das nicht vielleicht jemand anderer ist. Diese Sünden sind Fehler, da man doch insgesamt an die Lenkung durch Belohnung und Strafe glaubt. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Ich weiß, warum es keine Fragen gibt. Weil wir uns noch nicht darin befinden. Deshalb müssen wir diese Dinge einige Mal wiederholen. Ich habe im Laufe vieler Jahre diese Einführung zu der Rezension gelesen. Ich habe es auch einige Male unterrichtet und ich verstehe, dass man hier einfach dieses im Laufe von Jahren einige Male durchmachen muss, um anzufangen zu verstehen, was er uns hier versucht zu erklären. Wir müssen noch ein bisschen Erfahrung fügen in Bezug zur Spiritualität. Okay? Kiew 3, bitte. Kiew 3. Hört man mich gut? Diese Worte, dass er seinen Freund von hinten sieht und er glaubt, vielleicht ist er das gar nicht, vielleicht ist das wie andere, heißt das, dass wenn mir das Ego irgendwelche negativen Eigenschaften des Freundes zeichnet, dass ich vergesse, dass das der Schöpfer ist? Wenn du deinen Freund siehst und dir vorstellst, dass der Schöpfer es dich so sehen lässt, ist das in Ordnung. Währenddessen, wenn du deinen Freund vom Schöpfer losgelöst siehst und nicht der Schöpfer, der deinen Freund auf solche Weise sehen lässt, so ist es nicht in Ordnung. Du befindest dich bereits in Verhüllung. Je mehr du enthüllst und entdeckst, dass der Freund genau das ist, was der Schöpfer dir für dich präsentiert, so näherst du dich der Enthüllung des Schöpfers. Zu Beginn siehst du den Freund oder die Freunde in verschiedensten Formen, die angenehm oder unangenehm sind. Der Schöpfer strahlt diese Bilder auf dich aus. Also versuchst du zu prüfen, wie du mit ihnen verbunden sein kannst oder sie mit dir verbunden sein können oder du dich von ihnen
losgelöst sein kannst, wie du dich ihnen annäherst oder von ihnen trennst. Anhand dessen versuchst du jedes Mal, dich über die Freunde zum Schöpfer ausrichten. Es ist er, der das tut. Und nicht, dass du sie vor dir siehst. Alle Freunde siehst du, weil der Schöpfer, er ist hier sozusagen, der Schöpfer möchte, dass du auf solche Weise siehst, dass die, du siehst, dass die Freunde genau das ist, das sind, was der Schöpfer dir präsentiert. Gilad, ist es in Ordnung? Gilad, hört mich gut? Und jetzt? Ja. Ich habe ein Problem vielleicht hier mit dem Kabel, denke ich. Okay, Sie werden das später dann quasi reparieren. Ich greife das nicht mehr an. Kurz gesagt, je mehr der Mensch sich die Freunde vorstellt und überhaupt die ganze Wirklichkeit, die ganze Menschheit vorstellt, dass es der Schöpfer ist, welcher diese Dinge auf solche Weise darlegt und er darin die Beziehung des Schöpfers in Bezug auf ihn sieht und wie sehr dem gegenüber die gegengesetzte Form vom Schöpfer sieht, genauso wie die Schüler von Rabbi Shimon, die Herren des Zoars miteinander abschlachten wollten, als sie zum Unterricht gekommen sind. Und dann sie im Laufe des Unterrichts sich miteinander verbunden haben und den Zoar verfasst haben und beim nächsten Mal noch mehr den Hass untereinander enthüllten, den Willen zu erfangen, welcher zwischen ihnen gestanden ist. Auf solche Weise muss der Mensch die Welt sich auf solche Weise ausmalen oder gestalten, dass der Schöpfer die Welt auf solche Weise vor ihn ausstrahlt, damit der Mensch mit seinem Willen zu empfangen, mit jener Kraft, welche diese Wirklichkeit ausstrahlt, verbindet, wie es heißt, über alle Vergehen so Liebe bedecken, dass er jenen Altruismus, jene Liebe entdeckt, jene Form, welche die Welt und die Gruppe auf ihn ausstrahlt, erkennt. Deshalb, wenn ihr glaubt, dass ihr euch miteinander verbinden könnt und euch zu Spotetet erreichen könnt, wenn ihr euch mehr und mehr verbindet, ist es nicht genug. Von der rechten Seite, ja, aber von der linken Seite werdet ihr zu größeren Hindernissen untereinander gelangen. Und auch die Welt ist so. Die Welt offenbart sich in Bezug zu jedem von uns immer auf mehr bedrohliche Weise. Und wir finden uns im Zustand, wo wir uns darüber hinaus erheben müssen und alles dem Schöpfer zuschreiben sollen. Und dann uns über alle Hindernisse hinweg uns zu verbinden und zu überwinden. Und auf solche Weise bringen wir dem Schöpfer die gesamte Aviut mit, welche er in uns gestaltet. Und über all diese Aviut fordern wir von ihm, denn wir sehen, dass man das nicht lösen kann. Wir fordern von ihm, dass er hier die Verbindung macht. Wie es heißt, er soll Frieden in seinem Namen machen und Frieden über uns alle walten lassen. Das ist im Prinzip der Auszug von diesem negativen Zustand. Es kann auch schlimmere Zustände geben, weil das schreibt über dritte und vierte Weltkriege, atomare Weltkriege und so weiter, Wasserstoffbomben und deshalb müssen wir auch verstehen, dass all das davon abhängig ist, wie sehr wir das bereits im Vorhinein enthüllen, indem wir unsere Einstellung zur Wirklichkeit bereits vorab zu korrigieren. Denn in Form von Qualen und Schmerzen physischerweise das zu spüren, ist sehr katastrophal. Es lohnt sich gar nicht für uns darüber nachzudenken, wie schlimm es sein kann. Okay, Moskau, Gruppe Nummer 7. Kann ich fragen für den betreffend den vorgegangenen Punkt? Rückkehr. Rückkehr durch Bestrafe und Belohnung. Was heißt das?
Ein Mensch, welcher mit dem Schöpfer bereits in Verbindung steht, fürchtet sich einzig und allein von einer Sache. Nicht, dass die Trennung kommt, sondern dass er nicht in Zeiten der Trennung, wo er abfällt oder losgelöst ist vom Schöpfer, daran denkt, den Schöpfer Genuss zu bereiten, Freude zu bereiten, sondern anfängt an sich selbst zu denken. Daran liegt sein Problem, dass er nicht loyal in Bezug zum Schöpfer ist, in Zeiten, wo die Kraft des Glaubens, die Kraft der Bina, die Kraft des Gebens vor ihm entronnen, also entflohen ist. Davon fürchtet er sich, dass zu ihm sein Ego kommt, der wieder zu empfangen kommt, nur auf solche Weise verwirrt, dass er quasi abfallen kann und vergessen kann, dass von ihm der Schöpfer verschwindet. Davon fürchtet er sich. Denn er fühlt, dass er im Großen und Ganzen nur eigene Kräfte verfügt. Wer ist im Großen und Ganzen ein Mensch? Ein kleines Tier, ein Erweskörper. Was? Das kann ihm einfach brechen. Italien 4. Ja, wenn ich einen Freund im Zehner sehe, der abgetrennt ist, der abgekoppelt ist, heißt das, dass der Schöpfer mir meinen Zustand, meinen inneren Zustand zeigt, den ich verbessern muss gegenüber dem Zehner? Ja, gewiss. Alle unsere Korrekturen müssen immer nur in Bezug auf den Zehner sein. In dem Maße korrigieren wir unsere Beziehungen zum Schöpfer. Nur auf solche Weise geht's. Wir haben keine Verbindung zum Schöpfer, sondern nur über den Zehner. Deshalb, wenn wir die Beziehungen zwischen uns korrigieren, zwischen mir und dem Zehner, und ich meine Beziehungen mehr als ich korrigiere, somit korrigiere ich damit auch meine Beziehungen zum Schöpfer. Vom Zehner zum Schöpfer habe ich nichts zu korrigieren, nur mittels meiner Anteilnahme im Zehner. Deshalb heißt es auch, in meinem Volk verweile ich. Der Schöpfer befindet sich immerwährend im Inneren des Zehners. Und wenn ich den Zehner zum Schöpfer hin entwickeln möchte, so entwickle ich mich auch mit ihnen mit. Mit Petach Tikva 25. Guten Morgen, Rav. Die Angelegenheit von Verhüllung und Enthüllung. Wenn wir nur die Enthüllung wollen, die Offenbarung wollen, ist das auch nicht gut. Wie können wir die Verhüllung auf die Verhüllung achten, dass sie uns nicht verloren geht? Ich möchte zur Enthüllung gelangen, weil ich damit den Schöpfer Zufriedenheit bereite. Wenn ich mich über meine selbstnützige Form erhebe, meinem Ego, meinen Willen zu empfangen, und ich möchte, dass sich der Schöpfer offenbart, aber nicht nur in meinen altruistischen Kelim, sondern auch in meinen egoistischen Kelim, und ich darin mich selbst wiederfinde, in Bezug auf den Schöpfer, dass der Schöpfer mich ausfüllen soll, also mit mir machen, was er will, damit er Zufriedenheit hat. Darin ist meine Arbeit. Meine Arbeit liegt nur in der Absicht. Also machen, tun und lassen, was er möchte. Er soll nur dadurch Zufriedenheit haben. Warum frage ich die Angelegenheit der Entdeckung, wenn der Schöpfer sich offenbart, wenn wir nur die Offenbarung anstreben, dann ist die Sache der Verhüllung doch sehr... Alles hängt vom Massach eines Menschen ab, wie sehr er Massach hat. Dass er nur seinen Massachim entsprechend arbeitet. Wenn er einen Massach über die Aviut Shoresh Aleph Bet hat, so befindet er sich noch immer in der Herrschaft der altruistischen Kelim. Er hat keine Aviut, kann sich nur über seinen Zustand erheben. Wenn er aber bereit wird, Massachim
Plural Masachim, von Aviot Gimel und Dalet arbeitet, also kann er bereits empfangen und zu geben. Er kann schon selbst von sich aus quasi altruistische Handlungen generieren. Diese Masachim, über die wir sprechen, die ermöglichen uns aufzusteigen, das sind Zustände, die wir im Zehner durchmachen. Alle Zustände durchlaufen wir im Zehner. Also das ermöglicht uns, es ist mir schwer, das auszudrücken. In Ordnung, Schlomo, ich erwarte dich später. Tel Aviv 4. Danke, Ralf. Gestern war auch in Israel ein Zustand, irgendein Ereignis, das mich völlig vom Gefühl abgetrennt hat. Und meine Frage ist, wie können wir das mit der Arbeit im Zehner vereinigen? Oder ist das etwas Separates und das etwas Separates? Der Freund spricht über einen Terroranschlag, der gestern stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber es ist auch ganz egal, was geschehen ist. Wir bemühen uns in unserem Sinne, nur Beziehungen festzulegen, welche uns zum Ende der Korrektur führen. Und nichts anderes außerdem. Deshalb sind alle diese Unterscheidungen, diese Vorfälle, Ereignisse, welche in jedem Einzelnen und uns allen geschehen können, in der Welt, ich weiß nicht wo, das ist für uns unwichtig. Für uns zählt nur, wie das auf die Verbindung zwischen uns Einfluss hat und wie das die Verbindung und die Einheit zwischen uns so stärken kann, dass der Schöpfer sich auf ganze Weise offenbaren kann, weil wir ihm darin Zufriedenheit bereiten. Also das beeinflusst unsere Verbindung, das trennt uns ab. Ja, es trennt uns, es koppelt euch ab. So kümmert euch darum, dass nicht passiert. Ich meine, ich kann nicht darüber sprechen. Es ist mir nicht wichtig, was die Ursache ist. Natürlich kommt alles von oben. Der Schöpfer hat es geschafft, euch voneinander loszulösen, damit er bereits die Arbeit dagegen macht, Überwindung macht und von euch verbindet. Das heißt, wie arbeitet man damit? Sie haben vorhin eine Dichte erwähnt, eine Grobheit erwähnt, mit der man arbeiten muss. Genau, aber diese Grobheit müsst ihr, an dieser Grobheit müsst ihr arbeiten. Dass jeder in den Zehner seine Grobheit bringt? Nein, wir müssen die verbindenden Kräfte in den Zehner bringen, über dem Ego, über die Aviut, welche sich in jedem Einzelnen offenbart hat. Das heißt, wenn ein Freund eine Abtrennung fühlt von dieser Welt, durch diese Welt, die ihn abzieht mit den Gedanken vom Zehner. Zum Zehner kommen und in ihre Hände hineinzufallen und von ihren Kräften zu erhalten. Und das verbindet, verstärkt die Verbindung im Zehner? Das verstärkt die Verbindung im Zehner, denn ihr fügt noch weitere Unterscheidungen dem Zehner bei, also Dinge, welche euch abkoppeln wollten. Das sind so wie Sünden, welche sich offenbaren, und ihr nehmt sie und fügt sie eurer gemeinsamen Überwindung hinzu. Und diese Arbeit muss im Bewusstsein stattfinden, das heißt, man muss das bewusst durchführen, dass wir die ganze Zeit austreten, zurückkehren und so weiter. Ja, es können tausendmal, am Tag sein. Macht das aus. Die Hauptsache ist, dass wir ständig, sobald wir in der Lage sind, zur Verbindung zurückkehren und den Freunden dabei helfen, in Verbindung zu sein. Und wenn ich darf, noch eine letzte Frage. Gibt es auch so eine Arbeit mit dem Weltkli? Wenn ihr fühlt, dass ihr darin das Weg, damit was das Weltkli stärken könnt, natürlich, gewiss doch. Überhaupt, wenn ihr Teile des Klis unterstützt, welche jetzt in einem schweren Zustand sind. Und wie macht man das? In allen Formen, von denen du verstehst,
wie du sie stärken kannst, ihnen behilflich sein kannst. Sagen wir zum Beispiel uns im Zentrum, wenn wir Baruchs arbeiten, zum Beispiel wirklich sehr viele Menschen und ganze Gruppen, Mannschaften, welche verschiedenen Menschen dabei helfen. Schreiben, E-Mails, Kontakt, Dinge schicken, überweisen. Es ist unsere Verpflichtung, das zu tun. Und das verstärkt auch die Verbindung, die Stärke des Weltklis. Wir wissen, natürlich machen wir das für das Weltkli. Wir machen das nicht für die Gruppe Petach Tikwa hier. Also wir arbeiten im Namen des ganzen Weltklis und arbeiten gemeinsam an diesen Dingen. Tel Aviv 2. Tel Aviv 2. Wenn Sie uns erklären, dass man sich erheben muss über den Zustand, dass der Mensch in einem starken, gefühlsmäßigen Zustand ist. Wie macht man das? Über mein Ego. Meinem Ego entsprechend wäre ich bereit, mir selbst zu helfen und nach einem anderen, weiteren nahestehenden Freund. Ich muss mich erheben und diese Handlungen aufgrund dem allgemeinen Willen zu empfangen tun. Sagen wir mal, in einem gefühlsmäßigen Zustand, der hat ihren Zustand von oben bekommen. Wie kann man diese Tätigkeit machen der Vereinigung? Er soll sich in den emotionalen, gefühlvollen Zustand des Zehners einklinken. Integrieren. Das ist näher. Darin ist er näher dem Schöpfer. Gilad? Wir sind bei Punkt 59. Wenn man daher der Reue aus Furcht gewürdigt wird, das heißt einer klaren Erkenntnis von Belohnung und Strafe, bis man sicher weiß, dass man fortan nicht mehr sündigen wird, ist die Verhüllung innerhalb der Verhüllung vollständig in einem korrigiert. Das ist so, da man nun überzeugt ist, dass es die Lenkung durch Belohnung und Strafe wirklich gibt. Es ist für einen nun klar, dass alle Leiden, die man jemals erlebt hat, Bestrafungen durch seine Lenkung aufgrund der begangenen Sünden waren. Rückblickend hat man schwere Fehler gemacht. Auf diese Weise entwurzelt man diese böswilligen Vergehen, wenn auch nicht ganz, sondern sie werden für den Menschen zu unbeabsichtigten Fehlern, gleich den Übertretungen, die er in der einfachen Verhüllung beging. Das geschah aufgrund der eigenen Verwirrung und man verfehlte aufgrund der Vielzahl von Qualen, die einem den Verstand rauben. Diese Übertretungen werden nur als Fehler betrachtet. Ja, Gilad. Können Sie das vielleicht erklären, Rav? Wie ist das, dass etwas, was in der Verhüllung, in der doppelten Verhüllung war, wird zu etwas, was weniger verhüllt ist? Warum wird das nicht einfach offengelegt? Weil so sind die Stufen geschaffen. Auf solche Weise wird der Wille empfangen, wird das Leuchten von oben korrigiert, dass das Hörliche sich immer mehr und mehr stufenweise annähert, genauso wie diese Abiyut in der Welt in Sof geschaffen hat, Shorish Alef Bet Gimel Dalet. Genau Sachen setzt er diese Handlung auf solche Weise fort, etappenweise. Das höhere Licht hört niemals auf zu leuchten. Alles, was es schafft es immer in diesen vier Etappen, welche er im Willensfang eingebettet hat, erschaffen hat. Das Licht geht durch diese Wünsche zu empfangen und kleidet sich in diese ein. Und deshalb ist seine Handlung auf solche Weise, auf verschiedenste Weisen
immer mehr eine Form der Überwindung. Ja. Wenn er jetzt bereits die Offenbarung erlangt hat, noch nicht vollkommen, aber ja. Von der ersten Etappe, wo er bereits die Wurzelphase in den Sof geschaffen hat, sie strebt ihm das Licht daran, sich zu offenbaren. Aber jetzt ist auf der Stufe, die Belohnung und Strafe genannt wird. Das ist, wie kommt er zur ersten und zweiten Verhüllung? Jetzt redest du über Dinge seitens des Geschöpfes. Ja, von Seiten des Geschöpfes. Und wie kann er die doppelte Verhüllung zur doppelten... Er kann nicht die doppelte Verhüllung in die doppelte Offenbarung quasi umwandeln. Er hat all diese Stufen bereits in der Wurzel alles geschaffen. Es gibt Schorisch, Wurzelphase, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Das sind Unterscheidungen, das heißt, außer Wurzeln des Unterscheidungen, das sind Dinge, die im Geschöpf passieren. Und dann sehen wir, wie im Geschöpf dieses ganze Paket mit eingebettet ist. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Und sich immer wieder in der Form der Aviut immer mehr und mehr und mehr ihrer Vollständigkeit annähert. Und dann verpflichtet diese Aviut, sie Korrekturen zu machen. Und diese Korrekturen führen sie bereits zum korrigierten Zustand. Aber was heißt das? Er schaut auf alle Zustände, die er durchgemacht hat, die er kennt, aber kann sich überhaupt nicht vom Schöpfer abtrennen. Natürlich ist alles mit dem Schöpfer verbunden. Er verbindet diese Dinge auf solche Weise. Das ist die ganze Korrektur. Das war nicht die Korrektur, den Schöpfer in allen diesen verhüllten Etappen zu sehen. Drum hat er nicht mehr die doppelte Verhüllung. Stimmt das? Ja, genau. Aber andere Verhüllungen werden noch kommen. Merkaz 1, eure Frage bitte. Ein Freund fragt, was ist der Unterschied zwischen dem Gefühl des Abstiegs und dem Gefühl der Verhüllung? Das hängt davon ab, wie der Mensch diese Dinge deutet. Kann sein, dass das Gefühl des Abstieges ist, aber ich bin froh darüber, wie geschrieben steht. Ich bin froh über jene Sünden, welche sich offenbaren oder aufkommen. Dann ist es ein Abstieg und eine Verhüllung. Ganz klar, wie du es bezeichnest, aber das zeigt mir aus, dass ich mich in Zuständen befinde, welche ich sie im Prozess auf dem Wege enthülle. Alles davon, dass ich mit den Freunden verbunden bin, gibt dir einen persönlichen Empfindung und sogar dann in meinen persönlichen Zuständen entwickle ich mich weiter und sehe, dass ich auf dem Weg weitergehe, ja. Aus Jagilat. Punkt Nummer 60. In dieser seiner Rückkehr hat der Mensch allerdings noch nicht die erste Verhüllung des Angesichts, durch die er vorher regiert wurde, korrigiert, sondern das geschieht erst, nachdem er die Offenbarung des Angesichts erlangt hat. In der Vergangenheit jedoch, bevor er der Rückkehr gewürdigt wurde, blieben die Verhüllung des Antlitzes und die Fehler ohne jede Änderung oder Korrektur. Weil der Mensch auch glaubt, dass die Schwierigkeiten und Leiden aus Strafe geschahen, wie geschrieben steht, kommt dieses Übel nicht daher auf uns, da unser Gott nicht unter uns ist. Es gibt keine Fragen, ja? Gut, dann machen wir weiter. Punkt 61. Der Herr wird von dort an als vollkommener Gerechter betrachtet, wenn er mit der Offenbarung des Antlitzes belohnt wurde, also dem vollkommenen Maß seiner Güte. Und er heißt dann Gerechter, denn er rechtfertigt seine Lenkung, wie sie wirklich ist. Das heißt, dass er absolut gut und gütig mit seinen Geschöpfen umgeht, dass er gut ist zum Guten wie auch zum Bösen. Ja,
Da er der Enthüllung des Antlitzes gewürdigt wurde, verdient er von hier an den Namen Gerechter. Er vollendete jedoch noch nicht die Korrektur, sondern nur die Verhüllung innerhalb der Verhüllung und korrigierte nicht die erste Verhüllung, aber nur von hier an, bevor er mit Reue belohnt wurde. Und er verdient daher nicht die Bezeichnung Gerechter. Der Grund dafür ist, dass er noch wie vorher in der Verhüllung des Antlitzes ist. Aus diesem Grund wird er unvollkommener Gerechter genannt. Das heißt, er muss noch seine Vergangenheit korrigieren. Wir sehen, er erklärt uns hier Zustände und Stufen, welche ein Mensch durchläuft, nachdem sich anfängt, der Schöpfer in ihm auf methodische Weise zu offenbaren. Fokusgruppe. Was heißt, dass der Schöpfer den Bösen auch Gutes tut? Wen kann er denn nur helfen, wenn nicht den Bösen? Zu wen kann der Schöpfer kommen und sie unterstützen, wenn nicht den Verbrechern? Ganovo, der Schöpfer liebt die Sünde, steht geschrieben. Kannst du mir erklären, warum er gerade die Sünde liebt? Jene, die sich in ihrem schlechten Verlangen wiederfinden, so haben sie scheinbar sehr gut stark gearbeitet, haben etwas korrigierendes Lied an sich herangezogen und spüren dann, dass sie im Willen zu empfangen sich befinden, der Bösartigkeit. Und dann fangen sie an, von dem Punkt aus weiter zu bieten an und auszuschreien, um Handlungen zu tun, um da hinauszukommen. Deshalb liebt der Schöpfer sie auch. Der Schöpfer liebt Sünder, die Bösewichte der Torah, das heißt jene, die nach der Wahrheit streben, und entdecken, dass sie sich in der Lüge aufhalten. Und warum sehe ich auf dieser Welt, dass der Schöpfer auch den Egoisten hilft? Das ist bereits was anderes, damit es in unserer Welt auch Sünder oder Bösewichte gibt, damit wir an ihnen sehen und fühlen, ob wir so sein wollen wie sie oder nicht. Und deswegen tut er ihnen Gutes? Ja, genau. Das heißt, er tötet sie ab. Er gibt ihnen Gutes, er tötet sie ab. Sie leben das ganze Leben in der Hoffnung, dass sie alles haben und sich dann ihnen offenbart, dass sie gar nichts haben. Sondern was haben sie das ganze Leben bekommen? Sie sind sich noch eine Lüge wie ein Kind, welches ein Spielzeug bekommen hat und sich dann ihm auf ihn offenbart hat, dass es nur ein Plastikspielzeug gewesen ist. Woman Internet. Zwei Fragen. Kiew 7 fragt, ob Sie erklären können den Unterschied zwischen Fehlern und Sünden. Das ist genauso, wie wir es aus dieser Welt kennen, dass Fehler oder Vergehen sind Dinge, die ich fahrlässig tue, es auf fahrlässige Weise wirkt, auf mich dann wieder zu empfangen, oder bereits beabsichtigt, vorsätzlich verwende ich meine Willen zu empfangen. Zwei Dinge, ja. Unity 3 fragt, der Schöpfer. Es gibt eine Frage von Unity 3, der Schöpfer tut den Menschen Gedanken einflößen an sich selber und der Schöpfer nimmt ihn aber auch aus diesen Gedanken raus. Wo ist hier die Sünde des Menschen? Problem liegt darin, wie wir auf diese Dinge reagieren, welche wir von oben erhalten. Dass der Schöpfer uns immer nur in Richtung Korrektur wirkt, ob wir das auch so annehmen zur Korrektur und um nach Korrektur streben, oder wir fallen ab, wollen nicht mehr, beschuldigen den Schöpfer, warum hat er uns das gegeben und nichts anderes. Der Schöpfer gibt nur ständig den Trieb nach Korrektur.
Aber wenn der Zustand für uns nicht so angenehm ist, dann was soll man tun? Wir müssen uns irgendwie trotzdem aufrappeln, uns hinsetzen, uns ausrichten. Aber wenn wir das nicht verstehen und das nicht erlangen, so werden wir als Bösewichte oder Sünder bezeichnet. In Ordnung, so danke den Frauen, welche gemeint mit uns hier gewesen sind heute. Und betet sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr froh, euer Gebet zu hören. Das hilft sehr uns allen. Dank gerechter Frauen zieht man aus Ägypten aus. Versucht, gerechte Frauen zu sein, wirklich. Gerechte Frauen werden jene Frauen bezeichnet, welche Gerechtigkeit fordern. Zedek, ein Stück Malchut, ein Stück Königtum, welche Gerechtigkeit fordert, wird als rechtschaffene Frau bezeichnet. Versucht darum, das vom Schöpfer zu bieten. Und das wird uns alle aus Ägypten herausholen. In Ordnung, ja. Raff, dazu haben Sie auch den Frauen etwas Besonderes gesagt heute. Ich sage, ich spreche immer über die Frauen auf solche Weise, aber sie hören nicht zu. Vielleicht habe ich das gehört heute über Frauen, dass ihre Arbeit besonderer ist als die von Männern. Ja, es steht nicht einfach so, dass es steht geschrieben, Dank gerechter Frauen. Das heißt, der Wille zu empfangen, welche in seinem Wesen, seiner Essenz Frau bezeichnet wird, welche sich nach sehnt, sich mit dem Schöpfer zu vereinen und den Willen zu geben und unterstützen möchte, darin besteht im Wesentlichen die gesamte Korrektur der gesamten Menschheit. Okay, hoffen wir, dass die Frauen sich verbinden, vereinen, noch auf die Männer auf solche Weise Einfluss haben, dass sie die Kriegen aufhören, all diese Blödsinnigkeiten, all diese Spiele, so als ob und so weiter, diese ganzen Spiele, Stolz und dass sie Männer etwas mehr auf das Ziel ausgerichtet sind. Frauen sind doch in der Lage und fähig, in uns eine Kultur zu tun. Das heißt, der Zustand der Welt heute fordert die Arbeit der Frauen? Natürlich, klar. Es gibt keine Einschränkungen mehr von Frauenverbindungen in Bezug zu der Kabbalah, aber sollen sich beschäftigen. Nur wir müssen nur es aufteilen, dass es kein Hindernis, kein physisches Problem ist zwischen Männern und Frauen. Aber im Spirituellen können Männer und Frauen verbunden sein, ja? Okay? Gut, damit schließen wir den heutigen Unterricht ab und verabschieden wir uns voneinander und durchlaufen wir den Tag auf die ausgerichtete Weise. Viel Erfolg euch allen, viel Erfolg an allen unseren Gruppen und versucht, einander Kraft zu geben. Alles Gute. Tschüss. Nachrichten zum Schluss. Es gibt von 10 bis 10.30 Uhr israelische Zeit ein Neuigkeitenprogramm mit Ralf Leitmann und dann anschließend im inneren Blick mit Ralf Leitmann. Beides sind aus dem Archiv. Und wir beenden mit einem Lied. Преодолев туман, где правда есть, а где пустой мираж. Conexión para ti.
to the light, because together we can make the darkness bright. Соединим, и мы достигнем нашей цели слиться с ним. Juntos en unidad, la solución en tus manos está. Together we can make the darkness bright. Open your eyes. Open your eyes. Oh, look up to the skies. Look up to the skies. 'Cause if your day feels like the night, I'll help you stand.